So, dann wollen wir mal sehen gegen die alten Heinzels hier. So. Outlaw. So, wie viele Runden? 2 Runden. 2 Runden kriegt man hin. 38 Checkpoints. Für so ein Spacki. Für so ein Outlaw, ey. Die machen nämlich auch immer diese Geräusche. Oh, guck mal, da vorne können wir outlawen. Der hat bestimmt schon Angst vor uns. Oh, aber jetzt kann ich nicht outlawen. Jetzt wäre das fies. Ich kann nur outlawen, wenn die auch in einem Rennen sind und ich sie dann outlaw. Wurdest du eben geoutlawed? You are dismissed. Ach nee, outlawed. Alter, Hilfe, stotter nicht. Okay, das wird auf jeden Fall ein langer Rundenkurs. Ich merke das schon. Die Checkpoints liegen nämlich verdammt lange verdammt weit auseinander. Aber wir haben ja Zeit. Wir haben ja Outlaw. So, wir sind aber immer noch Erster und ich glaube auch nicht, dass es das Verlieren geht. Ja, Verlieren geht. Outlaw. Ich outlaw die deutsche Sprache. Hey, pass mal auf da. Ich fahre hier ein Rennen. Habe ich gar nicht gesehen. Ich hasse die Berge, ey. Da kann man nicht mal mehr so richtig Kette geben. Vorsicht. Sind wir noch richtig? Wo sind die anderen? Wir müssen noch richtig sein, weil ich folge ja immerhin den blauen Pfeilen, ne? Also eigentlich sind die anderen bestimmt falsch gefahren. Haha! Hilfe! Es stottert hier gerade oder es lädt noch nach oder ich weiß auch nicht. Irgendwie macht er mir Probleme. Stotter, stotter. Alter, jetzt hör mal auf hier. Ja, das Gras ist gerade nachgewachsen. Speedgrower-Gras halt. So, da halte ich mal ein bisschen Abstand, weil das ist ein Elki. Ein Elki! Elki, der schwedische LKW. Ja, man erfindet hier bei Need for Speed werden sehr viele Kinderzeichentrickserien erfunden. Lambi, der italienische Lambo. Elki, der... Naja, der schwedische Elch. LKW. So. Sehr viele Auto. Ey, oh. Ach komm, das war mit 30 km/h reingenogelt. Ja, irgendwie hoch. Gehört der dazu noch zu uns? Ach, das ist Travis. Travis. Outlaw. So, ich hasse es, hinterher zu fahren. Aber wir fahren ihn hinterher und das macht mich ganz kirre. Nur weil wir mit 30 Stundenkilometer in ein Auto gefahren sind und deswegen einfach spontan Explosion haben. Unser Auto hat sehr oft spontane Entzündung. Mach mal Platz da. Oh, Gott sei Dank haben wir so einen. Mach mal Platz da. Alter, was ist denn los hier? Fahr doch nicht immer im richtigen Verkehr. So. Kann doch nicht sein. Ich fahr doch auch nicht im richtigen. Was ist? Serververbindung? Ach, Serververbindung. Kein Wunder, dass ich hier so eine Macken habe. Die Serververbindung knackt hier langsam zusammen. Ich hoffe, das wird noch, geht noch weg. Das wäre sonst richtig fies. Ich muss ja nur in die Top 3 kommen. Ich muss ja nicht mal mehr Erster werden. Aber hallo, als ob ich nicht Erster werde. Können wir mal ein bisschen Nitro geben. Einfach nur, weil wir es können. Aber ich komme an Travis gerade echt nicht ran. Ich weiß gar nicht, was da los ist. Ach, das ist Travis. Oh, sind wir schon gleich dran. So, Travis. Du weißt, wie es läuft, ne? Ich muss gewinnen, du verlieren. Ansonsten Outlaw. Mann, der versteht das falsch. Ah, weißt du? Da sagt man denen das, ne? Und der ignoriert es gänzlich. Outlaw! Hinten reinfahren. Ich muss den, glaube ich, langsam mal überholen. Krieg ich noch Outlaw-Wahnsinn hier. Oh Mann, Travis, Alter. Wirklich, du bist eine Pfeife. Ich glaube, ich habe ihn bei seinem Drift gestört.
Jetzt flucht er bestimmt total und regt sich total auf. Und ich dachte nur, Outlaw. Ich bin schon ein bekannter Hund hier in Ventura Bay als ja, Outlaw halt, ne? Als Outlaw-Arschloch. Ich bin das Outlaw-Arschloch von Ventura Bay. So. Bringen wir den Schinken mal nach Hause, wa? Schinken! Ach nee, Outlaw, sorry. Hab ich mich vertan, Mann. Ich dachte Schinken. Das war knapp, aber macht nichts. Das war trotzdem gut. So. Sehr viel Verkehr haben wir hier. Wir müssen einen bulgarischen Puff sein. Hier, da ist nämlich auch immer sehr viel Verkehr. Nicht, dass ich mich da auskenne, aber wie rede ich mich jetzt raus? Internet. Oh, Internet. Internet rettet alles. Was labert der denn? Oh Mann. Schon wieder völlig aufgedreht, der Typ. Das liegt daran, dass er jetzt ein Outlaw ist und einfach voller Adrenalin ist. Adrenalin. Fahr doch mal richtig, Mann. So, danke. So, kurz gucken. Orientieren. Der Server lädt schon wieder nicht. Man merkt es. Es stottert wie Sau. Es tut mir echt leid. Das Gras ist noch nicht nachgewachsen. Ich weiß, Gras ist ein sehr wichtiger Bestandteil der Natur, aber hier halt nicht, weil Outlaw. Also Outlaw-Gras, ne, das geht einfach gegen die Natur. Alter, wie sich die Welt, okay, ich habe hier echt Internet-Server-Probleme. Vielleicht wurde ich ja von den anderen Spielern gehackt, damit ich sie nicht mehr ramme. Das kann ich mir vorstellen. Sind doch alle Schweine. Ihr seid alle Schweine. Ihr seid alle Schweine. Ali macht Schweine. So, hier einmal mal wenden. Den LKW dezent ignorieren. So, ganz entspannt, ganz entspannt. Outlaw! Entschuldigung. Ich muss das machen. Ich weiß nicht warum. Ich glaube, es liegt daran, dass ich ein Outlaw bin. Aber als ich Schrauber war, habe ich auch nie gerufen. Schrauber! Da halten mich die Leute dann echt für bekloppt, wenn ich die ganze Zeit rumlaufe und Schrauber rufe. Weiß ich nicht. Crew. Hört sich auch doof an. Outlaw hört sich halt einfach am besten an. Speed. Ja, nee, da denken die Leute nur, ich wäre ein Drogenjunkie. Was haben wir noch? Style. Nee, das ist auch irgendwie. Als ob ich so ein Modeschöpfer bin. Der gleich auf der Berliner Fashion Week Laufstege Models einkleidet. Könnte ich ebenso gut nach Germany's Next Topmodel gehen und da mitmachen. Müsste ich nochmal machen. Ich meine, ich habe auch die Maße eines Models. 90, 60, 90 habe ich auch. Wow. Sieht ja auch kein bisschen eigenartig aus bei Männern. 90, 60, 90. Aber das habe ich halt. Und die wollen auch das bestimmt haben. Alles andere ist denen doch bestimmt egal, oder? Ich kann das Ding auch zwischen die Beine klemmen. Was? Natürlich kann er das. Er ist doch ein großer Junge. Also, in jeglicher Hinsicht. Ja. Gewonnen, ne? Aber auch nur wegen dem Spruch. 8 Minuten 41. Elefant im Porzellanladen. Warum? Ich war doch gut. Cruiser waren wir natürlich schlecht. Speed waren wir mal wieder am besten, weil wir halt nur mal schnell fahren. Hey, wartet mal alle. Fahrt nicht zu weit weg. Ich hab was organisiert. Alles klar, ich melde mich gleich bei euch. Outlaw. Ey, Robin! Oh, lass das. Siehe die Nachrichten an. Okay. Was habe ich gesagt? Was habe ich gesagt, hä? Es gibt nichts Besseres, als mit seinen Leuten zu fahren. Bin dabei. Aber zufällig weiß ich, dass du uns nicht alles sagst. Ken hat's verraten? Okay, dann sage ich's. Ein letztes Rennen. Wir sechs und Ken, Magnus, Risky Devil, Nakai-san und Mr. Morohoshi-san. Mr. Moro, was weiß ich wer? Spike, manchmal bist du so neben der Spur.
Das ist mein Mädchen. Du hast echt gezaubert, Robs. Wir sind drin. Oha, jetzt auch noch gegen die anderen Ikonen fahren. Ja, das kann ja gar nicht so schwer werden, wa? Wo ist denn das? Da unten. Was ist denn das? Ist das ein Sprintrennen? Oh, Gott sei Dank ein Sprintrennen. Und nicht so ein Rundenkurs gegurbel hier. So. Jetzt müssen wir auch noch gegen die anderen Ikonen fahren. Sollte ja nicht das Problem sein, wa? So, erstmal voll die fetten Punkte. Oh, Zielpunktzahl haben wir nicht erreicht. Naja, egal. Das war, es tut mir so leid. Es tut mir alles leid. Es tut mir... Outlaw! Ich könnte das wirklich den ganzen Tag machen. Ich weiß nicht warum. Ich freue mich darüber wirklich wie so ein altes Kullerkekskind. Ein Kullerkekskind. Ein KKK quasi, ne? Das könnte man zwar auch anders verstehen, aber ich bin... KKK steht halt einfach für Kullerkekskind. Könnt ihr googeln. Gebt KKK ein bei Google und ihr findet ja ein Bild von mir mit einem Keks, wie ich rumroll. Also ein Kullerkekskind. Was soll man machen? Oh Mann. Okay, wir sollen auf jeden Fall jetzt mit allen Ikonen fahren. Auch mit dem Nacker-Macker-Macker-Wacker. Hier den, ne? Wie heißt der? Ich keine Ahnung. Mister... Warum wird der eigentlich mit Mister angesprochen? Alle anderen werden beim Vornamen genannt, aber Outlaw, ne? Der muss wieder herausstechen und ist der Mister. Mr. Matarushi Mushi Pushi Pushi. Oh, 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 warte, warte, warte. Outlaw! Aua, das hat, glaube ich, ein bisschen reingepfeffert. Ich glaube, das hat ein bisschen reingehauen. Kann unser Auto explodieren? Ich glaube nicht, ne? Ist immerhin ein Lamborghini. Das ist Qualität in der Arbeit. Wie man sieht. Man sieht es hier da an der Beule in der Motorhaube. Naja, Beule kann man schon nicht mehr nennen. An dem schrotten Motorhaubengedimsel. Oh ja, das haben wir noch nicht. Das machen wir natürlich noch, ne? Noch. Wow. Der Nerd. Okay, ja, sehr, sehr schön. Ja, danke, danke. Das war halt jetzt der Nerd. Das war noch sehr wichtig. Genauso wie wir das Schild umfahren. Vorsicht! Jetzt steht er da. Ja, ja, ich wende ja schon mit meiner super tollen Gurke hier. Im Dream Team gewinne das Rennen gegen alle Ikonen. Hashtag, ich habe eine Mülltonne mitgenommen. Geil. So, gegen alle 12 sollen wir jetzt gewinnen. Okay, ich fahre mal hier ganz kurz dran vorbei, ne? So, gewonnen. Erster. Ist ja easy going hier, ey. Alter, Hilfe. Alter, okay. Ich glaube, Alter, das stottert hier wie Sau. Das liegt an den... Alter, 104 Punkte? Seid ihr denn hier des Wahnsinns, Mädels? Eigentlich habe ich doch deren Wagen. Ich habe denen gar nicht erlaubt, meine Wagen jetzt zu fahren. Das habe ich denen gar nicht erlaubt. Warum fahrt ihr meine Wagen? Ken Block. Alter, oh, Alter, das stottert hier wie Sau. Ich kriege hier gar nichts mit. Ich glaube, das liegt daran, dass hier so viele, andere Fahrzeuge drin sind, ne? Sein komischer pinker Wagen hier, ey. So, ich mach mal hier ganz kurz ein bisschen Nitro. Ich muss Abstand zu denen gewinnen. Ich möchte nicht zu deren komischen kleinen Nerdgruppe gehören. Huch, ich bin Ken Block schon wieder hinten raufgefahren. Ah, alte Gewohnheit. Ken Block hinten, ja. Es tut mir leid, Blocky Boy. So, wer ist denn überhaupt jetzt vorne? Amy und Kenny. Kenny! Da muss ich runter. Na gut. So, ich musste dich mal ganz kurz wegrammen. Danke. Perfekter Moment. Hä? Was perfekter Moment? Ich habe Amy in den Tod gestürzt. War das der perfekte Moment dafür oder was? Das war der perfekte Moment, um Amy zu töten. Und das war scheiße. Ich weiß nicht, was da los war, aber das war schon wieder... Guck mal hier, da ist die Gruppe von Schwuchteln. Ich bin ein sehr großer Fan unserer Gemeinde hier. So, es stottert. Hey, Amy ist doch nicht in den Tod gestürzt. Ach, Mann. Und der sagt mir was vom perfekten Moment. Alter, das stottert wirklich wie Sau. Das sind, glaube ich, echt einfach zu viele Fahrzeuge. Ken, warte mal. Wollte Ken eigentlich Angst machen, aber irgendwie habe ich mir selbst Angst eingemacht. Oh, Platz da, Ken, ja? Darf ich mal fahren? Danke. Ich muss Abstand zu euch gewinnen. Ich will nichts mit euch zu tun haben in eurer kleinen Gruppe. Ihr seid alles Outlaws. Ich will nichts mit euch Outlaws zu tun haben. Ich bin ein anständiger Fahrer. Ich mache Schulterblicke. Schulterblick!
Naja, da musste ich jetzt nicht unbedingt einen Schulterblick machen, war eine Kurve. Aber ich bin halt so gesetzestreu, Anti-Outlaw, dass ich Schulterblicke auch in der Kurve mache. Weil es könnte ja sein, dass da ein Reh ist. Man weiß es nicht. Und da ich ja auch ein großer Tierfreund bin, fahre ich keine Rehe an. So läuft das nämlich hier. 104 Punkte hier, du meine Güte. Ist durch die ganze Stadt juckeln, juckerheilen hier. Naja. Ist ja Gott sei Dank nicht so schwer. Nicht so schwer, dass ich das nicht hinbekomme, sagen wir es mal so. Aber ich möchte gerne mal aus den Bergen raus, ganz ehrlich. Berge stinken. So. Was, mit was sollen wir denn als nächstes fahren? Gruppe, Outlaws und die Cops. Ja, die Cops sind nämlich in Wirklichkeit unsere Freunde. Genauso, alter Finne. Also manchmal lädt er wirklich extrem stotterig stottert. Das ist jetzt auch nur, ich denke mal wirklich, das liegt daran, dass so viele Autos mitfahren. Das ist, oder das ist erhöhter Schwierigkeitsgrad, weil ich zu gut bin. Das kann natürlich auch sein, das kann ich mir auch vorstellen. Weil ich bin echt zu gut für diese Welt. So, ich halt mal ein bisschen, mach mal ein bisschen Abstand. Damit es halt, wie gesagt, vielleicht irgendwie es doch dazu kommt, dass wir nicht mehr in diese Stotter-Action geraten. Weil ist ja wirklich furchtbar. Furchtbar ist das. So, hier ist richtig, hier ist richtig. Na gut, da war es, glaube ich, egal gewesen. War kein Checkpoint. Checkpoint. So, eine ganze Tour jetzt bestimmt durch die ganze verdammte Stadt durch. Konzentration, Konzentration fährt erstmal überall gegen. Hauptsache Konzentration rufen. Outlaw, nein, nein, nicht Outlaw. Jetzt nicht. Outlaw, scheiße, Mann. Ey, du Hoden. Blöder Outlaw-Hoden, Alter. Ey, die Leute, die einem immer im Weg stehen und einen rammen, ne, das sind die Schlimmsten. Ganz ehrlich. Mit denen will ich nichts zu tun haben. Die sind furchtbar. Die sollen mal klarkommen. So, wir geben hier gerade voll Kette. Also Vollkette geben wir hier. Wir haben unsere Maximumgeschwindigkeit gleich erreicht. So. Erreichen wir die Maximumgeschwindigkeit. Ich hoffe, das stört niemanden, wenn ich hier auf der Seite fahre. Das ist nämlich nicht ganz so Outlaw. Panik! Da war eine Kurve. Ich hatte Panik bekommen. So, ich glaube, jetzt haben wir richtig Abstand zu den anderen. Kann das sein? Man sieht ja leider nicht mehr deren Zeit und welche Platzierung wir haben und alles. Man sieht ja nur noch 1 von 12. So, wir sind jetzt in der Stadt angekommen. Über die Autobahn. Oder geht das jetzt zur Garage? Das kann natürlich auch sein. Wäre auch cool. Weißt du, dass der Endpunkt Garage ist und alle treffen wir da und alle feiern wir eine Gangbang-Party oder so. Weißt du, das ist, wäre schön. Schön. Outlaw! Schnell Nitro geben. Niemand hat das gesehen. Ich bin normal gefahren. Ihr habt keine Beweise. Naja, vielleicht das Video, aber... Nee. Videobeweise zählen in Deutschland nicht. Also, alles gut. Noch gerettet. Und warum gehört der Outlaw-Typ jetzt eigentlich zu unserer Gruppe? Ich meine, wir wollten noch nie was mit Outlaws zu tun haben und jetzt fahren wir mit dem Outlaw-Typen. Weiß ich nicht. Da ist ein Fehler im System, würde ich mal sagen, wa? Scheiße. Ah, diese blöden komischen Eckkanten immer. Diese Eckkanten, das sind die schlimmsten. Eckige Kanten. So, ich bin aber noch Erster, weit Erster, würde ich mal sagen. In meinem Jugendlichen. Muss ab und zu auch mal singen. Dann kann ich mich besser konzentrieren, hat man ja gesehen.
So, Dilla. Oh ne, an der Polizei vorbei. Das gibt doch Ärger, oder nicht? Das gibt Ärger. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Die Lenkung, wie gesagt, Lenkung ist immer noch ein großes Problem hier in dem Spiel. Nein, Lenkung. Outlaw. Geh weg. Danke. Hey, wir können lenken. So, hier können wir wieder ein bisschen Kette geben. Einfach nur, um denen zu zeigen, was für ein harter Hund wir hier sind, indem wir hier langfahren. Ja, das hat ihn, glaube ich, ein bisschen schockiert. Dann muss er die Hand aus der Hose nehmen und nicht immer gegen andere Autos fahren. Da hatte ich keine Chance. Da kann ich nicht reagieren drauf. Aber wir sind so weit Erster. Die anderen spielen, glaube ich, schon gar nicht mehr mit. Alter, was ist denn los, ey? Du sei doch hier nicht kein Flummi, ey. Da krieg ich eine Macke bei. Alter, bist du eigentlich irgendwie behindert, Auto oder so? Bist du behindertengerecht oder was? So, Mann. Jetzt fahr mal anständig hier. Der ganze gute Vorsprung von 35 Minuten ist schon dahin. Schaff das mal bei einem 8-Minuten-Rennen. Alter, was ist denn los, ey? Warum flippert das Auto jetzt so? Ist das irgendwie kaputt oder so? Hat das den Flipper-Modus drin? Ich weiß es nicht. Geh mal wieder auf Autofahrmodus und nicht auf Flipper-Modus. Also an mir kann es nicht liegen. An mir liegt es nämlich nie. Es wäre ja zu schön, wenn es an mir liegen würde. Entschuldigung, war Baustelle, musste ich wegmachen. Ich habe was für die Allgemeinheit getan. Baustellen entfernt. Jetzt gibt es keinen Verkehrsstaus mehr. Ja, die anderen fahren auf jeden Fall schon nicht mehr mit. Ich weiß nicht, wo die sind. Auf jeden Fall haben wir sowieso gewonnen. Ganz langsam. So, 103, 104 und ja, ramm ich noch. Danke, Arschloch. Und fertig.